Wenn du 2-0 nicht machst, bleibt der Gegner halt im Spiel. Und ja, dann kriegst du ähnlich so ein Tor, wie wir es geschossen haben. Zweimal Tor des Monats in einem Spiel, sieht man auch nicht jedes Mal. Und dann fährst du nur mit dem 1-1 nach Hause. Nur, weil ich glaube, aufgrund der Möglichkeiten, die wir hatten, vielleicht auch ein 2-0 vorher möglich gewesen sind. So ist es nur ein Punkt. Wir werden damit leben und wir gucken, wie wir am Ende der Saison damit umgehen und wie wir dann diesen Punkt bewerten. Moin, Herr Baumgart, Ihre Mannschaft ist jetzt Vierter, Kiel ist 7 Punkte weg. Geht es jetzt für Sie nur noch um die Relegation oder wie schätzen Sie es ein? Ich schätze so ein, dass wir 7 Spiele haben und dass wir, und das wird uns weiter begleiten. Wenn wir oben ran wollen, dann müssen wir Spiele gewinnen. Das habe ich, glaube ich, mehr als einmal gesagt. Wir machen es nicht so gut wie die Jungs vor uns und deswegen sind wir auch unzufrieden mit dem Ergebnis. Und deswegen bleibt es aber dabei, dass noch 7 Spiele sind und wir müssen gucken, dass wir unsere Punkte einfahren und zwar mehr als einen. Und wenn es geht, mehr gewinnen als in der letzten Zeit, und zwar in der Regelmäßigkeit. Und dann wird man sehen, ob dieser heutige Punkt vielleicht uns doch noch helfen kann. Im Moment sieht es vom Ergebnis her nicht so glücklich aus, kann sich jeder vorstellen.